Willkommen bei dieser kleinen Pränatal-Yoga-Serie von www.marlenschinko.com. Erlaube dir, ganz präsent auf der Matte anzukommen und alles andere einen Moment beiseite zu legen. Beginne tief durchzuatmen, vom Beckenboden bis in deine Schlüsselbeine, dich von unten nach oben mit jeder Einatmung auszudehnen, um jede Ausatmung loszulassen. Visualisiere dabei vor allem dein Becken. Beginne aus einem Impuls deines Beckens heraus, deinen Rumpf zu kreisen. Jeder Einatmung öffnest du da durch die Körpervorderseite. Jeder Ausatmung rundest du die Körperrückseite, vor allem im Bereich der Lendenwirbelsäule. Wechsle danach gerne die Richtung. Spüre, wo dadurch vielleicht eine sanfte Dehnung entsteht. Und wo du die Bewegung noch bewusster einladen möchtest. Gleichmäßig in deinem Atem zu fließen. Die Bewegung dann wieder zur Ruhe kommen. Strecke die Arme einen Moment nach oben und strecke dabei die Wirbelsäule. Um von hier in eine Seitbeuge zu kommen, stell dir für die Hand irgendwo neben dir auf und beug den Arm so weit, wie es dir angenehm ist. Die freie Hand kannst du über deinen Kopf strecken, dass die Körperseite sie öffnen darf. Dann komm in deiner Einatmung zur Mitte. Mit der nächsten Ausatmung strecke so die andere Seite. Dann werde tief weiter. Und spüre, was für ein Unterschied die Atemfülle in die Dehnqualität liegt. Des Kiefers, der dabei ganz entspannt bleiben kann. Die nächsten Einatmung, komm wieder zurück zur Mitte. Find dann wieder eine entspannte Sitzposition, in der du die Gurt aufrichten kannst und die Wirbelsäule neutral ist. Fokussiere nun vor allem die Brustwirbelsäule, den Brustkorb und beginn dir aus diesem Bereich heraus zu kreisen, mit jeder Einatmung nach vorne zu öffnen. Jede Ausatmung in einem Halbkreis nach hinten zu runden. Wenn du dabei einen Reiz verspürst, zu gähnen oder zu seufzen, dann mach das gerne. Wechsle die Richtung. Du wirst alle Segmente deiner Brustwirbelsäule mitbewegen. Und so mobilisieren. Schwing die dann wieder in der Mitte aus. Und damit tief durch. Mit der nächsten Einatmung heben wir die Hände über die Seite an.
Strecke dich von hier in einen entspannten Drehsitz zu finden, sodass das Kiefer entspannt bleiben kann. Der Atem sich nur immer vom Beckenboden bis zu den Schlüsselbeinen ausdehne. Vielleicht möchtest du heute probieren, wie es sich anfühlt, dabei den Kopf in entgegengesetzte Richtung zur Drehung, zur Schulter sinken zu lassen. Und so den Nacken sanft zu dehnen. Vielleicht magst du mit geschlossenen Augen nach unten schielen und so die Augenmuskeln sanft aktivieren. Und vielleicht löst es aber dir einen Dehnreiz aus. Und das Gefühl, mal seufzen zu wollen, dann mach es gern. Bevor du zur anderen Seite findest. Für jede entspannte Yoga-Praxis daheim gilt, mach deines draus. Wenn du das Gefühl hast, du magst den Kopf dabei sanft bewegen, es braucht irgendwas anderes, dann nimm dir das. Es geht wirklich darum, Bewegungen und Formen zu finden, die es dir erlauben, tiefer zu atmen, mehr im Moment anzukommen. Mehr Kraft und Klarheit zu finden. Streck dir dann nochmal zur Mitte, um die Hände dann hinter dir aufzusetzen und deinen Brustkorb nach oben zu öffnen und so nur mehr Atemraum zu schaffen. Streck dir dann gerne in die entgegengesetzte Richtung, streck die Arme nach vorne, mal mehr über links, mal mehr über rechts, um die Körperrückseite aufzustrecken. Und vielleicht magst du die Arme mit der Einatmung öffnen, mit der Ausatmung runden. Vielleicht möchtest du die Schultern ein paar Mal kreisen. Und hier, ganz langsam, vielleicht im Rhythmus deines Atems, der Einatmung, heben und so mehr Raum für deine Lungenflügel zur Seite hin zu schaffen. Und mit der Ausatmung, die Schultern ganz entspannt tief gleiten lassen. Spür, wo das vielleicht dehnt, vielleicht sogar ein bisschen zwickt. Versuch durch das Mobilisieren der Geschmeidigkeit hinzubringen, sie einzuladen. Bewege also deinen Kopf von einer Schulter zur anderen. Wann immer du merkst, boah, da fühlt sich gut an, halt gerne einen Moment inne. Atme aber mit tief durch. Schließe die Augen nach außen und öffne sie nach innen. In jedem Atemzug mehr in deiner Ruhe, deiner Kraft und der Klarheit anzukommen. Bleib gerne nur einige Atemzüge beim entspannten Mobilisieren oder in einem ruhigen, aufrechten Sitz. Und komm zurück, und wann immer es stimmig für dich ist. Für ein weiteres Video oder den Rest deines Tages.